SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warntester, Shisha-Olli und meine Wenigkeit B2B begrüßen euch zu einem neuen Video. Und Freunde, es ist natürlich wieder wahrhaftige Betonierungszeit und ja, die Dampflok ist schon wieder an der Anfahrt. Wir können sie wieder nicht aufhalten, die ist an. Ja, und ihr seht es schon, wir haben beim letzten Video ja schon damit geraucht, aber noch nicht viel darüber gesagt. Es geht heute nicht um die Hookah Sex Machine, die haben wir schon vorgestellt. Einfach jetzt auf das i klicken, da kommt ihr zum Video. Nein, es geht um den Narr-Head, ja, also ein Aufsatz quasi, Narr-Head von Starbuzz, ja, und den schauen wir uns ein wenig genauer an. Das ist was ziemlich Außergewöhnliches aus Amerika, aus USA quasi, und ja. Das habe ich noch gar nicht wirklich großartig gesehen von den deutschen YouTubern, deswegen dachte ich mir, geil, das Teil schauen wir uns noch mal an, vielleicht kann das ja was und ist echt eine gute Alternative zum Lotus vielleicht. Schauen wir mal. Werden wir rausfinden und als allererstes machen wir ein Unboxing, denn bevor wir das Video gestartet haben, haben wir natürlich noch ein extra Video gemacht und haben das Teil mal schön für euch ausgepackt und das schauen wir uns jetzt mal näher an. So, Detailaufnahme, wir schauen uns jetzt den Narr Head mal ein bisschen genauer an und der kommt in einer sehr, sehr schönen Kartonage, also beziehungsweise Umverpackung erstmal. Da seht ihr schon mal das Produkt von oben, von der Seite und von hinten und beziehungsweise auch von innen. Ja, also es macht schon mal einen sehr guten Eindruck, was die Verpackung angeht, aber das hat ja nichts zu heißen, denn das Wichtige kommt ja noch. Ist noch original zu. Ihr seht schon, da ist ein Siegel dran, da kann ich, ja, oder ich habe dieses Produkt noch nicht angeschaut, keine Ahnung, wie die Verarbeitung und so weiter ist. Und hier steht nochmal dran, sehen Sie sich unser Video an, Using the Narr Head. Und dann ein YouTube-Link plus QR-Code, aber das habe ich mir nicht angeschaut, weil ich denke, ich krieg's auch so hin, aber wir werden mal sehen. Jetzt machen wir gerade mal das Siegel weg. Da ist übrigens ein Starbuzz, recht hochwertiges Starbuzz Siegel. Also sieht echt gut aus. Sieht man auch die kleinen das kleine Starbuzz Logo und so weiter drauf. Und also das passt definitiv. Schaut nicht schlecht aus. Haben sie sich wenigstens mal Mühe gegeben und kein 0815 Siegel genommen. So, machen wir mal auf. Und da kommt eine kleine Gebrauchsanweisung raus. Alles auf Englisch, das finde ich nicht so toll. Weil Deutschland ist mittlerweile so ein großer Markt, da hätte man sich schon mal die Stunde Zeit nehmen können für eine deutsche Anleitung. Ja? Also das finde ich jetzt nicht so gut. Ja, aber das Wichtige ist jetzt mal hier drinne und ja, ich fange mal hier mit der rechten Seite an, weil das sieht nach einem Aufbewahrungstäschchen auf. Oh, du siehst das immer falsch. Vielleicht gehen wir davon aus, dass die Deutschen wissen, wie sowas funktioniert. Aber die aber Amis nicht, ja. Die verklagen sie am Ende richtig, dann nur genau, für Millionen. Deswegen brauchen wir ja hier eine amerikanische. Ach so, du siehst positiv, richtig. Okay. Also die Deutschen haben Ahnung, die Amerikaner brauchen eine Anleitung, weil ansonsten werden sie für Millionen verklagt. Man kennt es ja mit McDonald's und Katze im Mikrowelle und was weiß ich alles. Ja, auf jeden Fall hier eine Aufbewahrungstasche. Gar nicht schlecht, kann man mal mitnehmen, aber ob man sowas wirklich nutzt, also ich weiß nicht, das sind keine... ich weiß nicht, packe ich den Kopfaufsatz, der nach 20 Mal Rauchen wahrscheinlich dementsprechend auch ausschaut, noch in so eine Box rein. Naja. Am besten noch Heus. Ja. Don't try this at home. Und es sind insgesamt 4 Teile, die uns jetzt hier erwarten, Freunde. 1, 2, 3, 4. Das sind 2 Griffe. Sind die gummiert? Ja, das ist komplett Gummi. Sieht nämlich nicht aus wie Gummi, wenn ich es mir so genau anschaue. Sind aber komplett gummiert. Das hinten ist auch Gummi. Ja, darfst du auch gerne mal anfassen. Das fühlt sich echt witzig an. Ja, Tatsache. Und die kommen natürlich dann an die Seite ran. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Und da habe ich schon den ersten Vorteil. Wir haben 2 Griffe. Das heißt, wir können beides ohne Zange transportieren, wenn die Gummigriffe ihre Arbeit gut leisten. Das finde ich schon mal wirklich, wirklich gut, dass das eben in dem Fall so gemacht ist. Ja? So, weiter geht's. Wir fangen mal mit dem unteren Teil an. Da finde ich wieder eine positive Eigenschaft und zwar, es ist kein glatter Boden, sondern es sind lauter Kreise, die quasi zur Erhöhung dienen. Und die Kohlen somit Sauerstoff bekommen auch unten ran und deswegen nicht ausgehen sollten, beziehungsweise nicht so schnell ausgehen sollten. Ja? An den Seiten haben wir Lüftungsschlitze. Ja? Hier sieht man es auch gerade, Narr Head und
Hot, do not touch. Ganz wichtig für die Amis natürlich, ne? Genau. Und unten dran haben wir natürlich auch noch Lüftungsschlitze. Und jetzt stellt sich die Frage, ist der Aufsatz größer wie ein Lotus? Ich würde sagen, ja. Das heißt, da muss man auf jeden Fall mal gucken, was für ein Kopf macht da überhaupt Sinn. Ja, da kommen wir dann auf jeden Fall dann gleich noch weiter drauf. Aber die Verarbeitung ist auf jeden Fall schon mal top. Ich kann nichts feststellen, was mir nicht gefällt. Ich finde den sehr, sehr massiv, kann ich ja gerne mal anfassen. Also das Ding wiegt auf jeden Fall doppelt so viel wie ein Lotus, wenn nicht sogar dreimal so viel. Ist schon ein ganz schöner Brecher, ja? Ja. Wenn wir jetzt mal hier weiter gucken, eins weiter oben, da haben wir schon die erste Besonderheit. Und zwar, wir haben eine Temperaturanzeige, Freunde, wie bei einem Grill zum Beispiel, den man ja am Deckel drauf macht und dann einfach mal nach einer 10 Minuten oder nach einer Viertelstunde mal schaut, wie viel Grad haben wir denn mittlerweile erreicht. Und wir können hier zwischen 25 Grad bis zu knapp 600 Grad gehen, ja, und das ist 600 Grad, da möchte ich die Kohlen gerne mal sehen, die 600 Grad heiß machen. Ich glaube, so Standardwerte von Kohlen sind 500, glaube ich, ist aber aktuell wirklich das Maximum, aber da schaue ich gleich nochmal, ich habe da eine Statistik, da kann ich nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn verzählt habe. Ja, und was sieht man auf der Rückseite? Natürlich den Fühler für das Thermostat, der ist mit einer Schraube hier fixiert, gerade ein bisschen locker gewesen, den habe ich jetzt angedreht. Jetzt passt das Ganze hier oben, wie schaut es mit dem aus? Ja, ist auch fest. Ein bisschen, irgendwas wackelt, man hört es. Ah, man kann hier noch drehen, Freunde. Das ist wiederum eine Sache, die verstehe ich jetzt nicht. Weil, wann soll ich das Ding bitte drehen, wenn das denn auf Temperatur ist? Hier da dran, hot. Ja, super! also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und vor allem, ich sehe da überhaupt. Doch, jetzt sind sie zu. Jetzt sind sie zu. Ja, jetzt sind sie zu. Das sieht man das in der Kamera, oder? Jetzt sind sie zu, jetzt sind sie auf. Okay, aber ich fasse das Ding doch nicht während dem Rauchen einfach da oben an. Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber wir probieren es natürlich live für euch. Und zusammen sieht das Ganze dann so aus. So, zusammen sieht das Ganze dann so aus. Macht einen guten Eindruck. Hält auch wunderbar durch diese Vertiefung hier an der Seite, fasst das Ganze natürlich wunderbar. Ja, das sieht gut aus und läuft echt flüssig. Also, Verarbeitung und so weiter, alles schon mal top. Ob das mit der Temperaturanzeige wirklich so gut funktioniert und mit der Hitzeregulierung, das finden wir natürlich gleich während dem Rauchen raus. Und jetzt gibt es erstmal die nächste Frage. Was für ein Kopf eignet sich denn überhaupt für diesen Aufsatz? Denn der ist meiner Meinung nach deutlich größer wie der normale Lotus. Wir werden aber auch gleich noch einen Vergleich starten, was die Größe angeht. So, ich habe jetzt hier mal den Lotus hergeholt, beziehungsweise die Smokebox. Sieht schon ein bisschen aus, nichts denken. Nur mal der reine Größenvergleich. Man sieht schon, der Narr ist schon größer. Und man wird jetzt auch sehen, die Lüftungsschlitze sind sogar sichtbar, wenn ich den jetzt hier drauf gebe. Und wenn ich ihn einmal entgegengesetzt drauf gebe, sehe ich auch, dass die Lüftungsschlitze ein wenig weiter außen sitzen bei dem Narr. Aber viel größer ist es nicht. Und was das Kohlendepot angeht, ist es auch nicht wirklich viel größer. Also da ist es ziemlich identisch. Das heißt, es ist ein 2-Kohle-Aufsatz, was ich schon mal gut finde, weil 3 Kohlen sind meistens zu viel Hitze. So, jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, welche Köpfe gehen? Saphir Squeeze, Saphir Prime Number 5 hat keinen Halt, ja? Würde ich nicht verwenden. Ist raus. Saphir Squeeze Number 9, SWT Setup, Freunde. Hat keinen Halt, hat aber auch eine größere Auflagefläche. Von daher eventuell zu empfehlen, müssten wir wirklich testen, ob das noch funktioniert, weil die Schlitze sind wirklich an der Grenze. Also da kann es wirklich sein, dass die Luftzufuhr zu gering ist. Kann ich aber jetzt nicht sagen. Das müssen wir wirklich rausfinden. Ja? Also Fragezeichen. Dann mein Lieblingskopf, wenn es um starken Tabak geht im Vollkontakt. Ja, kannst du eigentlich auch knicken. Ja? Hat zu kleine Auflagefläche und wackelt. Der fliegt uns safe runter, wenn die Pfeife nicht safe steht. Raus! Samsaris Svitria bzw. Fake passt nicht rein, wackelt nicht so wegen Silikon, aber Silikon direkt mit Aufsatz drauf möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ist nicht so förderlich für Silikon, würde ich jetzt mal behaupten. Ist meiner Meinung nach auch raus. Oblaco Funnel. Nee. Sobald ich hier minimal wacke, ist das Ding eigentlich schon raus. Also für alle meine Lieblingsköpfe ist
der wahrscheinlich nicht geeignet, bis auf meinen absoluten Lieblingskopf, den Squeeze Number 9. Und den müssen wir jetzt ausprobieren. Mehr kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Wenn der raus ist, wird es echt schwer, Freunde. Also drückt mir die Daumen. So, Shisha-Freunde, wir sind zurück von der Detailaufnahme und jetzt geht's ab zum Narhead. Ja, Narhead ist aus dem Hause Star Wars. Wer Star Wars noch nicht kennt, der hat auf jeden Fall ja nicht alles mitbekommen. Ja, Star Wars ist ein sehr... Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Vollgas, ja. Gut, wobei Star Wars ist mittlerweile nicht mehr so gut, was den Tabak angeht. Meiner Meinung nach waren früher besser, aber es gibt immer noch Bretter, was Star Wars Tabak angeht. Ja, aber ist ein sehr, sehr großer amerikanischer Tabakhersteller und er hat auch ein paar Shishas rausgebracht, die cool ausschauen und jetzt hat er auch eine Lotus-Alternative rausgebracht und da braucht er sich auch keine Angst machen, dass es da ein Patentproblem bekommt oder sonstiges, denn das Teil sieht komplett anders aus wie der Lotus, also da gibt es keine Verwechslungsgefahr, nur das Funktionsprinzip ist ähnlich und das Besondere an dem ist, wie man schon in der Teilaufnahme gesehen haben, Griff oben, Griff unten, das finde ich super. Ist er heiß, kann man anfassen. Er ist warm, aber er lässt sich anfassen, auch nach ungefähr 10 Minuten rauchen. Also das ist kein Problem, ich verbrenne mich hier jetzt nicht. Das geht in Ordnung. Also die, Gummis, beziehungsweise der Silikon, der arbeitet gut. Das ist soweit da. Das nächste Problem, ja, Olli, genau, der hat es gerade angesprochen. Oder was heißt das nächste Problem? Das Problem, was ich hierbei sehe, ist die Größe des Narheads. Ja? Und zwar passt er auf keinen gängigen, standarddeutschen, gut laufenden Kopf. Ja, also bis auf den, da funktioniert's, ne? Gut. Also bis jetzt, perfekt. Bei allen anderen hätte ich Angst, würde auch funktionieren, aber die Auflagefläche ist einfach zu klein, so dass sie bei Vibrationen abstürzen könnte und das Teil will keiner fangen, wenn das Ding heiß ist, ja? Und die Kohlen will auch keiner aufheben, ja? Von daher aufpassen. Vielleicht kennt ihr einen passenden Kopf dafür, der da passt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Nächstes cooles Gadget, was aber gleichzeitig auch ein kleiner Kritikpunkt ist, ist oben die Temperaturanzeige. Wir haben aktuell 460 Grad. Vorhin, als wir angeraucht haben, hatten wir 500 Grad genau. Die Kohlen machen, wenn ihr gute Kohlen habt, ca. 510, 520 Grad heiß. Also ich habe mich ein bisschen verschätzt, ja. Und nach dreiviertel Stunde haben sie ungefähr 100 Grad weniger, knapp über 400 oder knapp unter 400, je nachdem, ja, wie gut die Kohlen sind. Und das ist ein cooles Gadget, das funktioniert, da sieht man gleich, okay, jetzt muss ich dann irgendwann mal wechseln, ne? Aber irgendwie muss die Hitze ja auch übertragen werden, das ist der Fühler. Und der Fühler muss natürlich lang genug sein, um Kontakt mit den Kohlen zu haben. Und hier habe ich das Problem, wenn die Kohlen komplett durchgeglüht sind, dann kann ich ja nicht in die Kohlen reinstechen wie bei Fleisch, das geht ja nicht. Das heißt, ich muss Platz schaffen. Das heißt, große Kohlen sind da drinnen... ja, nicht ganz so gut, weil sie halt einfach ja keinen Platz machen für das Teil und somit würde das einfach hier drüber stehen. Ja, das heißt, so müsste ich so rauchen. Geht nicht. Das heißt, die Kohlen müssen ein bisschen kleiner sein. Zwei 26er Kohlen passen nicht rein. Das heißt, 25er Kohlen wären eigentlich die bessere Lösung für diesen Aufsatz. Genau. Aber ansonsten erfüllt das seinen Job. Ja, also die Rauchentwicklung ist genauso gut wie beim Lotus, die Rauchdauer ist genauso gut wie beim Lotus, die Hitzeverteilung ist super und was man auch noch machen kann, man kann ja die Hitze noch regulieren, gell? Und da, guck mal, was jetzt passiert. Kann ich es anfassen? Ah, nee, okay, ich kann es nicht anfassen. Aber ich kann es leicht berühren und mit kleinen Abständen kann ich das Ganze jetzt auch schließen. Das habe ich jetzt mal gerade gemacht und jetzt müsst ihr gleich wieder ein bisschen mehr Temperatur aufnehmen, weil jetzt sind wir ja bei 460 Grad, denn jetzt habe ich die Schlitze komplett zugemacht. Das heißt, ich kann zwar Hitze regulieren oben, indem ich die Schlitze auf und zu mache, aber es muss schnell gehen und mit wenig Kontakt, weil, ja... Das Teil hat keinen Schutz, ja, und das finde ich nicht so gut, ja, muss man ganz klar sagen. Wie ist es jetzt vom Rauchen her? Immer noch gleich gut, gell? Ja, baut jetzt natürlich nach und nach die Hitze auf, aber wie der Assi-Toni sagen würde, das, dann dauert es halt einfach ein bisschen länger. Dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis die Hitze aufgebaut ist, ja. Und dann läuft das Ganze ohne Probleme. Ja, ansonsten preislich, wie schaut es da aus? Sind wir billiger wie der Lotus 2? Ne, wir sind gleich, glaube ich, für den Preis, oder? Ja, 69 Euro sind wir da jetzt. Boah, bei dem. 70 Öcken, Freunde, kostet das Ding. Ja, die gleiche Antwort wäre jetzt von mir auch. Da kommt der Schwab wieder in mir raus. Würde ich mir nicht kaufen, wenn er mir einfach zu teuer ist. Ist ein cooles Teil, ist eine kleine Innovation, finde ich cool. Aber, ja, ist meiner Meinung nach zu teuer, was das angeht. Es hat coole Sachen, es kann was, ja.
aber das Geld ist zu viel meiner Meinung nach. Wir haben hier coole Gadgets mit drinnen, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren, aber dennoch kein Fail ist. Also es funktioniert alles wunderbar und man muss auch nicht wirklich viel damit verbessern. Ja? Also was kann man da verbessern? Ja? Es ist schwer. Man könnte das Depot ein bisschen größer machen, dass die Kohlen halt besser reinpassen. Richtig, aber da beziehungsweise der Stab. Dann ist er vielleicht doch nochmal wieder größer, ja. Dann passt wieder von Schlitz eventuell nicht. Aber persönlich jetzt würde ich mir persönlich auch nicht kaufen, weil brauche ich eine Temperaturanzeige im Kopf oben drin eigentlich nicht, weil ich will rauchen. Da ist mir das eigentlich egal, wie viel. Ja, und ich sehe vor allem, wenn ihr reinguckt, wie weit die Kohlen sind. Genau. Da muss man natürlich auch sagen. Und zum anderen, es passt dann auf jeden Kopf drauf. Da muss man natürlich auch den passenden finden. Das heißt, ein paar negative Aspekte bzw. neutrale Aspekte haben wir da schon. Aber im Großen und Ganzen ist es mal was Cooles, mal was Neues, was halt auf jeden Fall ja, nicht verkehrt ist. Aber für den Preis halt schon ein bisschen teuer, auch wenn es aus Amerika kommt. Das trotzdem sind 70 Euro viel, ganz klar. Ja, zum Schluss, Freunde, Pro- und Kontraliste nicht vergessen und dann sind wir auch schon so gut wie am Ende. Kommen wir zu Pro, was den Aufsatz angeht. Und zwar die Qualität sowie die Verarbeitung und die abnehmbaren Griffe. Keine Geschmacksverfälschung, die lange Rauchdauer, man kann ganz normal rauchen, wie immer bei einem Setup mit einem Kopfaufsatz in dieser Art. Dann die Kohlen gehen nicht aus, ist ja auch dank der Riffelung unten bzw. den Ringen, die unten dran sind. Und natürlich auch die Temperaturanzeige. Ist natürlich ein cooles Gimmick, kann man mal nachgucken, aber ob man es braucht, ist natürlich die andere Frage. Dann bei neutral, was wir jetzt nach einer Dreiviertelstunde Rauchen rausgefunden haben, weil wir haben ja einen Cut jetzt gerade gemacht, haben wir weiter geraucht und weiter getestet, dass die Griffe doch heiß werden und nicht mehr anfassbar sind nach einer längeren Rauchdauer. Aber nach 20, 30 Minuten geht's noch, aber alles was drüber ist, wird dann schon gefährlich, was die Verbrennungsgefahr angeht. Dann die Hitzeregulierung ist schwer, ihr habt es gesehen, obendran haben wir keinen Griff oder ähnliches, wo man eben den Aufsatz, sage ich mal, regulieren kann. Und ein weiterer neutraler Punkt ist, dass die Kohlen nicht perfekt ja, reinpassen, wenn der Temperaturfühler quasi eingeschoben wird bzw. draufgesetzt wird, dann kann es passieren, dass die Kohlen eben nicht mehr passen, weil da der Aufsatz ein bisschen zu klein ist. Bei Contra haben wir auch noch was, und zwar der Preis, brauchen wir nicht viel drüber sagen, knapp 70 Euro ist zu viel für einen Aufsatz und es gibt kaum Köpfe, die perfekt passen, also da muss man auch dementsprechend natürlich drauf achten, welchen Kopf man sich dafür zulegt. Genau, und das war's auch mit der Vorstellung über den Narrkopf. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann zeigt es definitiv mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht's auf meiner Seite. Zum letzten Video geht's drüben beim Olli an der Ecke. Und in der Mitte geht's zum Shisha World Partner Shoplink. Dann sagen wir zwei danke, bis zum nächsten Mal und Servus!